Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Marvel Champions Video auf Cards and Dice. Heute zeige ich euch, was passiert, wenn man Black Panther mit Deadpool kreuzt. Herauskommt Pink Panther, ein Marvel Champions Deck im Pool Aspekt. Der Pool Aspekt ist ja im letzten Jahr mit dem Deadpool Heldenpack erschienen und ich muss zugeben, dass ich diesen lange Zeit links liegen gelassen habe. Aber durch dieses Deck hier, das von Villain Theory stammt, habe ich tatsächlich ein bisschen Gefallen am Pool-Aspekt gefunden. Denn das funktioniert richtig gut. Die Strategie ist recht einfach. Es geht darum, sehr viele Karten zu ziehen, um schnell an Black Panthers Upgrades zu kommen oder die Karte Wakanda Forever. Und wenn wir mal zu viele Ressourcen übrig haben, werden wir sie in Deadpools Minispiele investieren. Unser Gegner ist heute Ultron, der durch die Brothers Grimm unterstützt wird. Der Schwierigkeitsgrad ist Standard 3. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay. Round one. So, mein Deck ist gemischt und wir fangen an. Black Panther gegen Ultron. Wir haben hier erstmal die Verpflichtung und die Verratskarte. Weil wir ja den Pool-Aspekt spielen, müssen wir auch diese Karte zusätzlich in das Begegnungsdeck mischen. Das mache ich jetzt mal eben. Und ansonsten habe ich schon zwei Umgebungen ins Spiel gebracht einmal von der Gang Vergangenheit verfolgt. Das ist deshalb so, weil wir ja das Standard 3-Set spielen. Und die Ultron-Drohnen, das sagt hier der Hauptplan Seite 1a. Ja, das ähm, erstmal zum bisherigen Spielaufbau, da gleich passiert noch mehr. Und ja, die ähm, Umgebung Ultron-Drohnen sagt, dass ähm, jeder verdeckte Drohenscherge, der mit einem Spieler im Kampf ist, hat einen Plan und Basiswert von 1, einen Angriff von 1 und einen Lebenspunkt. Okay, ja, dann drehen wir mal den Hauptplan um. 1a ist abgehandelt. Und jetzt kommt Plan 1b. Ultron verwendet die von Claw gelieferten Komponenten, um eine Armee von Ultron-Drohnen zu erschaffen. Sobald aufgedeckt, jeder Spieler bringt die oberste Karte seines Decks verdeckt als Drohenscherge mit sich im Kampf ins Spiel. Dann nehmen wir mal die oberste Karte unseres Decks und das ist jetzt eine Drohne mit einem Lebenspunkt und so weiter. Ja, der sobald aufgedeckte Effekt, der passiert noch bevor wir die Karten ziehen. Deshalb, ähm, ja, die Karte, die hier als Drohne quasi erzeugt wurde, äh, die steht uns jetzt erstmal nicht zur Verfügung. Wenn wir die Drohne besiegen, kommt diese Karte auf unseren Ablagestapel und dann ähm, können wir sie ja im nächsten Deckdurchlauf äh, bekommen. Dann ziehen wir jetzt mal sechs Karten. Und schauen, was wir Schönes gezogen haben. Wir haben einmal die panther krallen und ich kann auch gleich noch Black Panthers Fähigkeit auslösen dass ich mir sowieso noch ein Black Panther-Upgrade raussuchen kann. Dann haben wir Plan B, auch eine gute Karte. Snowguard, auch gut, aber ein bisschen teuer können wir uns gar nicht leisten. Ähm, was kann da über alles? Können wir, ja lohnt sich gerade noch nicht auszuspielen. Die Lagebeurteilung kann man behalten. Und ultralanges Durchhalten. Hm. Schwierige Entscheidung. Ich würde sagen, die Pantherkrallen behalten wir auf jeden Fall. Und Plan B auch. Und Snow werden wir uns leider nicht leisten können. Die tun wir mal zur Seite, die Karte. War kann war alles auf jeden Fall. Und die Lagebeurteilung behalte ich mal, falls wir am Ende doch noch aus irgendeinem Grund eine Karte zu viel haben sollten. Ähm. Und die lege ich mal hier hin, um, weil es kann ja sein, dass wir jetzt gleich noch schöne Ressourcenkarten ziehen und dann können wir uns ganz viel davon leisten. Ja, machen wir das so. Drei Karten werfen wir ab und dann ziehen wir mal drei neue. Und ui, ja jetzt haben wir ja die ähm, dollen Ressourcenkarten von Black Panther, die äh, erzeugen tatsächlich jetzt am Anfang drei Ressourcen, weil ähm, wir noch keinen Schaden erlitten haben. Wenn wir äh, weniger als fünf Schaden erlitten haben, erzeugen wir damit zwei Ressourcen und ansonsten nur eine. Tja, hätte ich mal Snowguard behalten, dann hätten wir sie auch damit bezahlen können. Aber ist nicht schlimm, wir können uns dafür andere schöne Dinge leisten. Ja, ich äh, suche jetzt noch direkt einen Black Panther Upgrade raus. Ähm, das ist jetzt die Fähigkeit von T'Challa. Den habe ich hier übrigens in einer schönen Promo-Version. Schöne Grüße gehen raus an ähm, Nerd Meets You, der hat mir die nämlich zugeschickt. Und ähm, dann suchen wir jetzt mal die Promokarte raus. Ach, die Probenkarte, die. Dann suchen wir jetzt mal das Black Panther Upgrade raus. Und ja, ich glaube, wir nehmen mh, tatsächlich den Vibranium-Anzug. Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich ist immer, ähm, sind die Energiedolche äh, immer sehr gut gegen Ultron, weil damit äh, schießen wir Schaden auf alle. Das ist gegen die Ultron-Drohnen super gut, aber wir haben ja eh den Vergeltungsschaden. Die Drohnen werden uns immer angreifen und mit dem Vibranien anzug können wir uns auch immer wieder mal heilen. Und das, ähm, ja, da ich ja will, dass die Ultra Drohnen mich angreifen und sich damit quasi selbst zerstören, ist das so auch in Ordnung. Und ja, jetzt habe ich hier zwei Black Panther-Upgrades. Am Anfang ist es auf jeden Fall immer wichtig, davon welche zu spielen und da gehen jetzt unsere. Doppelressourcen bzw. Triple-Ressourcen jetzt erstmal gleich drauf. Ansonsten könnte ich jetzt noch Plan B spielen und die Lagebeurteilung bleibt tatsächlich übrig. Damit kann ich gleich mein Handkartenlimit erhöhen. Ja, das wäre so der Spielzug, den ich hier mir ausgedacht habe. Okay, ähm, dann machen wir so: Wir wechseln mal auf die hellen Seite. Wir haben übrigens ähm, elf Lebenspunkte und wie gesagt, wir haben Vergeltung 1. Und ja, Ultron hat aktuell 17 Lebenspunkte. Gut, dann spielen wir mal die Pantherkrallen und den Vibranium-Anzug aus. Und Plan B spielen wir aus. Und die Lagebeurteilung spielen wir umsonst. Äh, die lege ich immer auf mein Deck als Erinnerung, dass ich dann gleich auch wirklich sechs Karten ziehe statt fünf. Weil sonst, wenn ich sie auf meinem Ablagestapel lege, vergesse ich das häufig mal. Okay, dann geht es weiter. Ich kann jetzt noch ein bisschen hier was... Erledigen. Ich würde sagen, ich greife einfach mal Ultron an. Ultron wird jetzt angegriffen für 2 und geht jetzt auf 15. So, wunderbar. Und ja, das war mein Spielzug. Wir machen uns wieder ready. Und ziehen jetzt 6 Karten. Und wir haben Nick Fury, Avengers Mansion. Wakanda kann da über alles. Können wir tatsächlich gleich auch mal nutzen. Wir haben hier den äh, harlequin haken Taktisches Genie auch sehr gut. Ähm, dann hätten wir schon drei Upgrades. Das wäre super. Äh, ja und Shuri. Schauen wir gleich mal, was wir damit anfangen können. Aber erstmal ist Ultron dran. So und ich gebe dem Plan B hier auch mal noch einen Token. Dann ähm, ja, Ultron kriegt jetzt als erstes eine Bedrohung auf den Hauptplan. Dann wird Ultron mich jetzt angreifen. Und er greift mich jetzt an für 2 plus X. Und den ersten Schaden, den tanke ich jetzt einfach. Der soll, jetzt mal, der soll mich mal angreifen. Ich blocke nicht. Er greift mich an für 2. Plus 2 sind 4. Okay. Dann gehe ich schon runter auf 7. Dann triggert meine Vergeltung. Ultron geht auf 14. Dann ähm, war es das schon. Dann äh, triggert jetzt seine erzwungene Reaktion. Ich zeige sie auch mal hier in groß. Nachdem Ultron dich angegriffen hat, wähle, platziere entweder eine Bedrohung auf den Hauptplan oder bringe die oberste Karte seines, deines Decks als Drohnenscherge ins Spiel. Das ist jetzt auch eine 1-1-Drohne mit einem Lebenspunkt. Und die beiden Drohnen greifen mich jetzt an. Das heißt, ich gehe jetzt schon auf 5. Es ist ein bisschen risky, was ich hier mache. Aber das Gute ist, durch den Vergeltungsschaden werden die Drohnen sofort zerstört. Und wenn man gegen Ultron spielt, ist es auf jeden Fall immer sinnvoll, die Drohnen möglichst schnell zu beseitigen. Ja, das war's schon mit dem Angriff. Jetzt gehen wir über in die Begegnungskarten. Wir kriegen eine Begegnungskarte, decken sie jetzt auf. Und es ist der dunkle Vorstoß: Platziere einen Verfolgungsmarker auf von der Vergangenheit verfolgt. Das ist hier. Und ja, der Schokel greift mich an. Und jetzt sollte ich doch mal blocken, weil sonst wird es ungemütlich. Er greift mich jetzt an für 2 plus 2 sind 4. Also kriege ich 2 Schaden. Ultron kriegt einen zurück. Ja, jetzt äh, habe ich doch ordentlich Damage gekriegt. Das ähm, zwingt mich vielleicht gleich sogar schon ins Alter Ego. Mal gucken. Das Gute ist, die Karte hier unendliche Deadpools, die äh, ist jetzt auf dem Ablagestapel. Die ähm, ja, ist, äh, wenn man den Pool-Aspekt spielt, immer sehr nervig und ähm, die werden wir wahrscheinlich in diesem Spiel erstmal nicht sehen, es sei denn, Ultron geht durch sein gesamtes Deck, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Dann geht es weiter, wir sind am Zug. Okay, ähm, ich positioniere mal hier meine Upgrades hier nach oben und äh, muss jetzt mal überlegen, was wir so schönes anfangen können. Ich meine, Nick Fury ist immer sinnvoll. Ähm, allerdings muss ich dafür vier Karten opfern. Würde drei dazu kriegen. Nick Fury mit dem könnten wir aber dann auch wunderbar gleich blocken. Müssten jetzt nicht sofort ins Alter Ego. Könnten uns noch eine Zug erkaufen. Andererseits ist die Avengers Mansion langfristig besser, weil wir dann dauerhaft äh, also immer wieder Karten kriegen. Aber in der aktuellen Situation halte ich Nick Fury für sinnvoller. Dann werde ich Nick Fury spielen. Natürlich könnte ich auch die Avengers Mansion mitnehmen. Vielleicht mache ich das auch so. Ich probiere das mal. Ich spiele Nick Fury und bezahle mit diesen vier Karten. Auch wenn ich das taktische Genie jetzt aufgebe. Die Avengers Mansion behalte ich mal auf der Hand. Nick Fury kommt rein. Ich sage, ich nehme drei Karten. Äh, keine Doppelressource gezogen, das wäre schön gewesen. Dafür haben wir aber noch die Goldene Stadt gezogen und die ist richtig gut. Ähm, damit können wir gleich schön ins Alter Ego gehen und dann haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Kator Engine. Die spiele ich tatsächlich die Goldene Stadt und die Menschen könnte ich jetzt entweder zum Bezahlen nutzen und Blackout spielen. Oder ich nehme die Menschen mit. Ich muss mal eben kurz überlegen, wie ich jetzt die Goldene Stadt bezahle. Nee, ich behalte die Menschen. Weil ich spekuliere jetzt darauf, dass ich im nächsten Zug ähm, durch die Goldene Stadt in, in, ins Alter Ego gehe und dann durch die Goldene Stadt ähm, nochmal ordentlich Karten ziehe. Beziehungsweise zwei. Genau. Ich behalte die Menschen und damit ähm, sind wir noch nicht am Ende des Zuges. Ich kann noch mit Nick Fury was anstellen und ich werde einfach mal mit ihm Widerstand leisten. Und dann geht New Query auf 2. Und dann mache ich mich spielbereit. Wir ziehen ein paar Karten nach. Und ja, hier habe ich jetzt zum Beispiel das Vibranium gezogen. Das können wir tatsächlich gleich nutzen, auch um die Menschen zu finanzieren. So, fünf Karten haben wir. Ich habe außerdem noch Tic Tac Toe, Spider-Man, als Morales und die Bombe Reiten gezogen. Dann ist. Ultron wieder dran. Ultron kriegt eine Bedrohung auf den Hauptplan. Der erste Hauptplan ist ja auch ähm, schon bei drei Bedrohungsmarkern voll. Meistens ist das so, dass man ihn gar nicht so lange halten kann. Ähm, schauen wir mal. Ähm, ich werde den wahrscheinlich früher oder später oder gleich volllaufen lassen. Spätestens, wenn ich ins Alter Ego gehe. Es sei denn, ich finde einen Weg, Ultron zu verwirren. Gut erster schritt ist vorbei ultron wird mich jetzt angreifen nick fury blockt ultron greift an für vier insgesamt nick fury ist weg und jetzt wo sich entscheiden bedrohung oder drohne ich nehme die drohne die drohne greift mich auch sofort an eigentlich brauche ich sie gar nicht hinlegen sie macht mir einfach nur einen schaden und dann läuft sie in die vergeltung ist beseitigt dann kriegen wir noch eine Begegnungskarte, wir drehen sie um und es ist Ultrons Befehl. Sobald aufgedeckt, der Startspieler bringt die obersten zwei Karten seines Decks verdeckt als Drohndscherge mit sich im Kampf ins Spiel. Und dann haben wir hier auch noch dieses tolle Kartensymbol. Im nächsten Zug müssen wir zwei Begegnungskarten aufdecken, es sei denn, wir beseitigen den Plan gleich. So, die Drohnen greifen jetzt aber nicht direkt an, sondern die kommen erst hier hin und... Ähm Bleiben jetzt erstmal liegen. Und die Schurkenphase ist somit vorbei. Gut, äh, wir sind dran und schauen uns jetzt erstmal die Hand an. Ich habe ja gesagt, das Vibranium möchte ich gerne spielen. Und ich möchte vielleicht auch noch mehr machen. Ähm, ich glaube, ich werde einmal mit Black Panther. Ähm, oder auch nicht überlege gerade noch. Entweder ich werde jetzt direkt mit Black Panther den Plan hier beseitigen. Der muss auf jeden Fall weg. Der Plan hat übrigens hier noch zwei Bedrohungen. Die habe ich gerade vergessen draufzulegen. Und ich glaube, dass ich das tatsächlich jetzt so mache, dass ich mich mit Black Panther heile und eher darauf setze, dass ich gleich Spider-Man Miles Morales noch ausspiele. Weil ich werde gleich die Menschen spiele Mit der Menschen kann ich eine Karte spielen und dann kann ich Spider-Man mal als Morales finanzieren, der den Planer beseitigt. Das ist mir sicherer. So werde ich das tun. Deshalb werde ich jetzt erstmal ins Alter Ego gehen und ähm, werde jetzt die Goldene Stadt benutzen. Die Goldene Stadt, ich habe sie gerade nicht vorgelesen, erschöpfe diese Karte und ziehe zwei Karten. Das werde ich jetzt tun. Und wir haben Heilfaktor und Lockjar gezogen. lockjar den können wir gut ausgeben. So, dann werde ich mal die Mansion spielen. Ich nutze das Vibranium, sind zwei Ressourcen. Ich nutze Lockjaw als dritte Ressource und ich nutze die Bombereiten als vierte Ressource. Somit haben wir jetzt eine Mansion finanziert und die nutzen wir direkt und ziehen eine Karte. Und es ist der Mulligan, den können wir eh nicht nutzen. Dann werde ich dafür Spider-Man Miles Morales ausspielen... Und kann jetzt entscheiden, ob er in dieser Phase plus zwei Angriff oder plus zwei Widerstand bekommen soll. Ich sage, er soll plus zwei Widerstand bekommen. Und mit dem plus zwei Widerstand, also er hat drei Lebenspunkte, geht jetzt auf zwei, ähm, wird der Ultrons Befehl einmal beseitigen, damit wir gleich keine zusätzliche Begegnungskarte bekommen. So, dann heile ich mich, mich, heil ich mich einmal mit Black Panther, dann gehe ich auf sechs, dann sind wir so auf der sicheren Seite. Und den ähm, ersten Plan gebe ich jetzt quasi auf, weil Ultron wird den gleich auf jeden Fall voll machen. Aber er, hätte, wird, den voll, äh, er wird den mit seiner Planaktivierung voll machen. Von daher ist das jetzt nicht schlimm. Ähm, dann ähm, ja, wird es gleich etwas ungemütlicher mit dem Plan 2. Dann werden wir nämlich mehr Drohnen kriegen. Aber durch unsere Vergeltung halten wir das schon aus. Unser Zug ist vorbei. Wir ziehen jetzt mal sechs Karten. Und haben. Nochmal die, haben die Energiedolche. Die sind sehr, sehr gut gleich, weil gleich können wir dann alle Drohnen damit angreifen. Das ist ja der Schaden, den wir auf alle Gegner schießen können. Wir haben nochmal Vibradium, wir haben ziemlich viele Ressourcen. Wir haben auch einen Maligen, den wir theoretisch nutzen könnten. Will ich aber jetzt noch nicht. Und wir haben sowieso gleich nochmal drei Zusatzkarten, weil wir machen uns ja hier wieder spielbereit. Und ja, die Card Draw Engine wird jetzt so richtig ans Laufen kommen. Ja, aber erstmal ist Ultron dran. Der wird uns jetzt ein bisschen behelligen. Er setzt eine Bedrohung auf den Hauptplan und wird jetzt selber planen, weil wir im Alte Ego sind. Und er plant für 1 plus Boost-Effekt. Wähle, gib entweder eine Blitzressource aus oder bringe die oberste Karte deines Decks als Drohnenschergen mit dir im Kampf ins Spiel. Äh, puh. Blitzressource müsste ich den Selbsterhaltungstrieb. Ausgeben. Nö, ich gebe ihm einfach mal eine Drohne. Und ja, er macht einen hier drauf und somit ist der Plan voll. Und jetzt geht's weiter. Überfall auf Norad. Sobald aufgedeckt, jeder Spieler bringt die oberste Karte seines Decks verdeckt als Drohnenschergen mit sich im in Kampf ins Spiel und rückt zu Abschnitt 2b vor. Er hat jetzt schon vier Drohnen, das ist nicht so schön. Und ähm, jetzt ist dieser Plan auch ein bisschen anders. Nachdem im ersten Schritt der Schurkenphase hier Bedrohung platziert worden ist, muss jeder Spieler entscheiden oder wählen, ob er entweder hier zwei Bedrohungen zusätzlich platziert oder die oberste Karte seines Decks als Drohnenkampfspiel ins Spiel bringt. Okay. Ja, Ultron feuert jetzt aus allen Rohren. Gut, werden wir schon alles schaffen. Ja, vier Drohnen sind jetzt am Start und die vier Drohnen werden jetzt auch alle planen. Das heißt, wir werden auch schon direkt vier Bedrohungen auf dem Hauptplan haben. Und jetzt wird es tatsächlich Danger, weil jetzt kriegen wir noch eine Begegnungskarte und wenn die dazu führen sollte, dass er plant, ähm, was er tut, dann ist das... Ja, gut. Noch nicht ganz Danger, aber schon setzt uns unter Druck, weil Ultrons Zorn. Wir sind im Alter Ego. Ultron treibt den Plan voran. Lege für jede auf diese Weise platzierte Bedrohung die oberste Karte deines Decks ab. Schauen wir mal, wie viel er plant. Eins in der Basis, plus noch ein. Und er heilt auch noch für, jede, für jeden Drohne, die mit mir im Kampf ist. Vier Drohnen. Wunderbar. Geht er wieder auf 17. Und, äh, ja. Plan für zwei, der Hauptplan geht auf 6. Jetzt haben wir noch überlebt, alles gut, wir haben auch gleich viele Karten, wir müssen das nur hier jetzt ordentlich unter Kontrolle kriegen, weil diesen Plan dürfen wir auf gar keinen Fall volllaufen lassen, weil es gibt zwar noch einen Plan 3a und 3B, aber wenn, wenn wir da sind, wird das Spiel nicht mehr lange dauern. Da ist das Spiel eigentlich schon verloren, dann tickt nämlich die Zeit. Ja, okay. Haben wir noch was vergessen? Nö, haben wir nicht. Und dann sind wir wieder dran. Wir müssen jetzt mal ein bisschen unsere Optionen eruieren. Ich glaube, wir nutzen erstmal die Menschen und ziehen eine Karte. Es war die letzte, die wir haben. Ich muss mal eben kurz überlegen, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre. Wissen der Vorfahren zu nutzen. Ich kann das mal kurz zurücknehmen, weil ich ähm, ist jetzt im Grunde auch egal, dass ich das jetzt weiß, aber ähm, Wissen der Vorfahren macht folgendes: Wähle bis zu drei unterschiedlichen Karten aus deinem Ablagestapel und mische sie in dein Deck. Und ähm, das kann ich jetzt strategisch nutzen. Eigentlich nutze ich diese Karte gar nicht so häufig mit Black Panther, aber jetzt gerade ist das total sinnvoll, weil ich werde ja gleich noch zwei Karten ziehen. Und ich kann jetzt im Grunde, wenn ich diese Karte vorher nutze, als Alter-Ego-Aktion, dann kann ich im Grunde jetzt bestimmen, was ich bekommen soll. Und vielleicht ähm, will ich das ja. Vielleicht will ich jetzt einfach mal gucken, was mir in dieser Situation gerade am meisten hilft. Dafür muss ich aber erstmal meinen mein Zug etwas mehr planen. Also auf jeden Fall helfen wird gleich die, werden gleich die Energiedolche, um alle Drohnen zu beseitigen. Ähm, und auf jeden Fall... Wird Wakanda über alles ähm, nützlich sein? Und zwei Karten, die ich mir quasi wünschen darf. Und die Menschen habe ich jetzt quasi noch nicht benutzt. Und ja, ich kann mal in meinem Ablagestapel gucken. Und. Ähm, da das hier auch die letzte, also ich habe sie ja gerade schon gesehen, aber da es auch die letzte Karte ist, die hier liegt, ist es auch nicht so schlimm, dass ich äh, mir sie angeguckt habe. Ich hätte mir das ja jetzt auch hier ableiten können, indem ich mir meinen Ablagestapel angucke. Und ich muss jetzt entscheiden. Ja, also ich habe mir jetzt gerade Folgendes ausgedacht. Ich werde das mal machen, wie ich gerade gesagt habe. Ich ja, werde drei Karten in mein Deck mischen mit Wissen der Vorfahren. Also, wähle bis zu drei unterschiedliche Karten, unterschiedliche Karten aus deinem Deck und mische sie in deinen Ablagestapel. Bezahle ich für eins. Ich nehme Blackout, Tic Tac Toe und Nick Fury. Ich werde die Karten jetzt einmal hier mischen. Bei vier Karten ist natürlich immer so eine Sache, aber ich, jetzt habe ich sie doch so durcheinander gebracht, dass ich tatsächlich nicht weiß, wo welche Karte ist. So, dann habe ich diese vier Karten hier noch übrig. Dann nutze ich jetzt die Menschen um die erste Karte zu ziehen. Es ist Tic Tac Toe. Dann nutze ich die goldene Stadt und ziehe noch mal zwei Karten und wir haben Nick Fury gezogen. Dann kann ich jetzt tatsächlich gleich Nick Fury toll nutzen, ähm, um noch mehr Karten zu ziehen. Der ähm, Selbsterhaltungstrieb, der ist aktuell eine Doppelressource. Den könnte ich aber auch noch zu einer ähm, Triple Ressource machen, wenn es sein muss. Vielleicht muss es doch auch nicht sein. Ähm, ja, muss auch nicht sein. Ich kann tatsächlich alle Karten, die ich hier habe, spielen, wenn ich Nick Fury ausspiele. Ähm, und das sieht nach einem sehr guten Move aus. Und dann werden wir das mal so tun. Okay. Also, ich werde jetzt als erstes. Ähm, mich heilen. Dadurch gehe ich auf 10. Dann werde ich ähm, auf die Heldenseite wechseln. Im Alter Ego habe ich nichts mehr zu suchen. Und ich spiele mal Nick Fury mit dem Selbsterhaltungstrieb, der ist Doppelressource und Vibranium. Ich darf jetzt drei Karten ziehen, könnte theoretisch natürlich auch die anderen Optionen von Nick Fury nutzen, aber äh, das mache ich wirklich ganz selten. Mach mal das Licht ein bisschen dunkler. So, und dann ähm, ziehe ich jetzt die drei Karten. Das ist die erste, Professor X, wusste ich ja schon. Und den Rest mischen wir mal. Wir kriegen übrigens eine Strafkarte, die wir dann gleich aufdecken. Und jetzt darf ich noch mal zwei Karten ziehen und wir haben noch mal den Selbsterhaltungstrieb gezogen. Das sind ja hier ganz neue Möglichkeiten, die jetzt hier ähm, dazu kommen. So, dann werde ich mal als erstes hier Tic Tac Toe und Blackout spielen. Die will ich auf jeden Fall spielen. Ähm, mit Tic Tac Toe können wir eine beliebige Ressource ausgeben und einen Schaden von einem Charakter auf ein leeres Feld ähm, hier schieben. Und ähm, ähm, genau, auf ein leeres Feld hier schieben. Und falls drei Schadensmarker eine Linie bilden, füge, dem Gegner, füge einem Gegner alle Schaden auf dieser Karte zu und lege diese Karte ab. Mit Blackout können wir äh, Bedrohungen entfernen. Das sind ja so diese kleinen Minispielchen. Werde ich wahrscheinlich gleich mal nutzen und jetzt könnte ich die energiedolche spielen mit der doppelressource hier dann könnte ich wakanda über alles spielen und lege meine upgrades mal hier so hin und spiele jetzt wakanda über alles und mache folgendes ähm, Jetzt triggern alle meine Upgrades und jetzt kann ich. Ähm, die Reihenfolge dieser Upgrades ist jetzt entscheidend. Also ich zeige es dir mal eben. Was können diese Upgrades? Also die äh, Pantherkrallen. Damit können wir einem Gegner zwei Schaden zufügen. Mit den Energiedolchen können, äh, fügen wir dem Schurken und allen Schergen, die mit mir im Kampf sind, einen Schaden zu. Und ähm, hiermit mit dem Vibranium anzug können wir einen Schaden verschieben. Und je nachdem, was wir als letztes machen. Wird ein Zusatzeffekt getriggert. Bei den Pantherkrallen fügen wir dann nicht zwei, sondern vier Schaden zu. Bei den Energiedolchen fügen wir dann allen Gegnern zwei Schaden zu. Und bei dem Vibranium-Anzug verschieben wir sogar zwei Schaden von uns auf einen Gegner. Und ja, ich werde das mal so legen, wie ich das gleich spielen möchte. Ich möchte, dass als letztes vier Schaden zugefügt werden. Und als erstes möchte ich ähm, einen Schaden von meinem Helden auf einen Gegner verschieben. Das heißt, wir heilen. Mhm. Oder wir verschieben einen Schaden und der Schaden geht auf Ultron. Er geht wieder auf 16. Danach wählen wir einen Spieler, wir wählen uns und fügen dem Schurken und jedem Gegner, der mit uns im, äh, im Kampf ist, einen Schaden zu. Das heißt, alle schönen Drohnen gehen baden und sind jetzt beseitigt. Wunderbar. Und Ultron kriegt selber auch noch einen Schaden. Und als letztes triggert dann die Pantherkrallen, die gehen mir äh, jetzt vier Schaden. Er geht jetzt auf elf. So, wunderbar. Professor X haben wir noch auf der Hand, könnte ich gleich auch für irgendwas anderes hier nutzen. Ich werde als erstes aber auch noch mit Nick Fury einmal den Widerstand hier leisten, um den Plan ein bisschen zu reduzieren. Und mit Spider-Man Miles Morales werden wir mal zwei Schaden machen. Somit geht Ultron auf neun. Professor X behalte ich mal auf der Hand. Vielleicht können wir ihn gleich noch in der nächsten Runde nutzen. So, das war's. Da machen wir uns ready. Und Ultron ist am Start. Wir ziehen aber erstmal noch Karten nach und haben jetzt die Bombe reiten, Schere Stein Papier Lagebeurteilung und Machine Man noch dazu bekommen. Ultron wird jetzt einmal Bedrohung kriegen. 5 und jetzt müssen wir entscheiden, Drohne oder noch mehr Bedrohung. Wir nehmen die Drohne. Jetzt wird uns Ultron angreifen. Und Nick Fury verteidigt. Ultron greift an für 3 plus. Er heilt einen Schaden für jeden Drohenschergen, der mit dir im Kampf ist. Also 1. Nick Fury. Ist beseitigt. Jetzt triggert wieder Ultrons Effekten, weil er uns gerade angegriffen hat und er bringt eine weitere Drohne rein. Zumindest entscheide ich das so. Ich könnte natürlich auch noch weitere Bedrohungen hier nehmen. Und jetzt kommen die Drohnen. Die greifen mich jetzt wiederum an. Ich gehe auf 9. Die Drohnen laufen in meine Vergeltung und sind beseitigt. Wunderbar, dann geht es weiter. Wir kriegen noch eine Begegnungskarte und decken diese beiden jetzt auf. Die untere war eher da. Und es ist die verbesserte Ultron-Drohne. Die hat Wache und eine erzwungene Unterbrechung. Wenn wir sie besiegen, bringen wir noch eine Drohne rein. Und wir kriegen das Ganze nochmal. Der Bruder ist auch noch dabei. Die beschützen jetzt Ultron. Wir können ihn aktuell nicht angreifen. Sehr wohl können wir ihm aber Schaden zufügen, wenn es kein Angriff ist. Ähm. Das ist hier bei den äh, Upgrades relevant. Also die Energiedolche sind kein Angriff. Die könnten wir tatsächlich nutzen, um Ultron noch zu schädigen. Aber äh, die Pantherkrallen und den Vibranium-Anzug, die sind Angriffe. Damit könnten wir aktuell nur die verbesserten Drohnen hier besiegen. Ja, das war's dann auch schon. Und jetzt äh, schauen wir mal weiter. Ähm, Professor X wäre eine, eine interessante Option, aber ich nutze meine Mansion. Und guck mal, was passiert. Wir kriegen noch das taktische Genie. Das letzte Upgrade in unserer Reihe sollten wir natürlich auch spielen. Die Frage ist, wie. Hm. Tja, Professor X ist gerade nützlich, um Ultron mal zu verwirren und um ordentlich Widerstand zu leisten. Gleichzeitig will ich aber auch ordentlich Schaden machen, um die Ultron-Drohnen zu beseitigen. Ja, ich spiele mal Professor X. Ich nutze diese drei karten glaube ich oder nicht Bezahlen mit machine man also bombe reiten machine man soll dran glauben und ähm, ah, ich habe noch was anderes vor ah, das ist ein G gamble das könnte ich aber probieren Nee, will ich nicht. Ich könnte jetzt, hier gibt es noch Schere, Stein, Papier, das ist eigentlich so eine Gamble-Karte. Damit könnte ich eine weitere Karte ziehen, aber ist mir gerade zu riskant, will ich nicht. Ich will lieber Professor X spielen. Der nützt mir gerade mehr. Und ähm, nutze diese drei Karten. Professor X kommt rein und äh, da wir kein X-Man sind, nutzen wir einfach nur den Effekt, dass wir jetzt den Schurken verwirren. Und Ultron ist verwirrt. Und Professor X macht einmal Widerstand am Hauptplan. Der geht auf 2, der Bauplan. Professor X geht auf 2. Ich erschöpfe den jetzt mal einfach mal so. Der wird eh gleich das Spiel verlassen, wird gleich auch nochmal blocken. Ähm, dann nutze ich mal ähm, die Lagebeurteilung. Damit können wir wieder unser Handkartenlimit temporär erhöhen. Dann habe ich noch einen Angriff übrig mit Spider-Man und Black Panther. Die greifen alle mal eine Drohne an. Dann ist die weg. Dummerweise kommt jetzt der die Unterbrechung hier, sobald die Drohne besiegt wird, bringt der Spieler. Also wir bringen jetzt die oberste Karte unseres Decks als Drohne rein. Das ist natürlich nicht diese Karte, die habe ich ja nur Erinnerungen Erinnerung draufgelegt, sondern die hier. Tja, so das war's mit unserem Zug. Ich behalte dieses Upgrade hier auf meiner Hand, um es gleich zu spielen. Und wir machen uns mal wieder ready. Ich darf fünf Karten ziehen. Und äh, die goldene Stadt war, glaube ich, noch vom vorherigen Zug am Start. So, 4, 5, 6 Karten haben wir jetzt auf der Hand. Und äh, ja, damit können wir tatsächlich gleich vielleicht was Schönes anstellen. So, eine Bedrohung auf den Hauptplan und wir müssen wieder eine Drohne nehmen. Ich lege sie mal hier hin, hier wird es langsam etwas voll. Dann wird... Jetzt Ultron uns angreifen. Und Ultron greift jetzt an ähm, Professor X. Der soll mal Professor X angreifen. Professor X blockt, er greift an für zwei. Plus zwei sind vier. Professor X ist beseitigt. Und dann entscheiden wir uns wieder für die Drohne. Und ich lege die mal alle hier so zur Seite. Und dann haben wir hier drei Drohnen. Und die werden uns jetzt alle nacheinander angreifen ich nehme drei schaden und bin auf sechs und dann kommt noch die drohne vorbei wir gehen auf fünf die einer drohne sind jetzt alle weg die verbesserte drohne geht auf drei wunderbar mal wieder ein bisschen platz können wir hier gleich noch ein bisschen mehr aufs feld legen so Vielleicht gehen wir auch gleich nochmal ins Alter Ego. Und dann können wir gleich nochmal die goldene Stadt nutzen, bauen uns noch ein bisschen auf und dann machen wir Rambazamba hier. So, ähm, mehr passiert jetzt gerade nicht. Und jetzt kriegen wir noch eine Begegnungskarte, die decken wir auf. Es ist nirgends ist es sicher. platziere einen Verfolgungsmarker auf von der Vergangenheit verfolgt. Tun wir. Falls da mindestens ein Marker drauf liegt, lege ein Upgrade oder ein Vorteil unter deiner Kontrolle ab. Dann nehme ich Plan B. So. Und das war's. Gut. Ich packe mal den Spider-Man hier zur Seite. So. Der wird gleich auch noch einen heldenhaften Move machen. Und jetzt werden wir mal gucken. Ich habe ordentlich Ressourcen, aber ich ziehe vielleicht erstmal eine Karte. Mal gucken, was wir schönes ziehen. Vibranium, wunderbar, wir haben ja zu wenig Ressourcen. Tja, ich könnte einzelne Ressourcen auch hier reinstecken. Ich befürchte nur, da können wir gerade, ja doch ein bisschen kann ich was anstellen. Also ich investiere mal die Doppelressource in das taktische Genie. Jetzt haben wir hier alle vier Black Panther Upgrades. Das taktische Genie entferne eine Bedrohung von einem Plan, zwei Bedrohungen stattdessen, falls, die, falls dies der letzte Schritt in der Sequenz ist. So, ähm... Um dann habe ich hier noch Shuri. Damit dürfen wir uns ein Upgrade aus ähm, unserem Deck raussuchen. Die Frage ist, wie viele Upgrades sind hier wohl noch drin? Das ist eine sehr gute Frage. Könnte ich auch wieder mal meinen Ablagestapel durchsuchen. Plan B ist hier ein Upgrade. Zwei, drei. Vier. Vier Upgrades sind in meinem Ablagestapel. Eine Ultron-Drohne hat sich noch reingeschlichen. Ähm, und ich habe sechs Upgrades auf dem Feld liegen. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr. Ich muss mal eben. Ja, ich habe auch mal nachgeguckt in meine Liste. Ich habe tatsächlich äh, zehn Upgrades drin. Das heißt, hier wird gar keine Upgrade, äh, kein Upgrade mehr sein. Das äh, lohnt sich gerade gar nicht, Shuri zu spielen. Das ist sehr schade. Ähm, ich könnte stattdessen einen Kinnhaken spielen. Kann ich aber gerade nicht. Doch könnte ich die verbesserte Ultron-Drohne müsste ich erstmal beseitigen. Hm. Tja, ich kann Shuri spielen, um Schaden zu machen. Oder wir machen mal folgendes. Ich greife jetzt mal die Drohne hier an. Und dann greife ich mit Spider-Man auch nochmal die Drohne an. Ja. Oder nee, Martin, ich mach's anders. Ich greife erst mit Spider-Man diese Drohne an und sie geht runter auf 1. Die hatte ja gerade drei Lebenspunkte noch gehabt. Ähm, Spider-Man ist erstmal besiegt. Er geht auf den Ablagestapel. Ich bin noch nicht erschöpft. Black Panther bleibt noch. Ähm, äh, nee, ich muss doch angreifen. Ich greife doch die Drohne an. Sie ist besiegt. Und triggert den Effekt. Und jetzt kommt eine neue Drohne rein. Das Gute ist, Ultron ist jetzt angreifbar, also ich kann jetzt Angriffe triggern gegen Ultron. Dann nutze ich jetzt diesen Halekin Haken. Damit kann ich 5 Schaden machen plus den Gegner betäuben. Das ist ziemlich gut und ich bezahle das mit Vibranium und Shuri. Mache ich jetzt einmal 5 Damage auf Ultron, der geht jetzt auf 5. Und jetzt wird er einmal betäubt. Und das hilft uns auf jeden Fall im übernächsten Zug, weil jetzt möchte ich gerne ins Alter Ego gehen. In der Hoffnung, dass wir gleich was Schönes ziehen. Hm, ich könnte natürlich jetzt auch noch hier die Upgrades hier nutzen. Ich mache das mal so. Ich nutze mal Selbstbewusstsein als Ressource für eins dieser Upgrades. Und ich verschiebe jetzt... Ich nutze jetzt Blackout, gebe eine Ressource aus, verschiebe eine Bedrohung von einem Plan auf ein leeres Feld hier oben, das zur passenden Ressource passt. Und wenn hier alles voll ist, müssen wir diese Karte ablegen und verwirren den Schurken. Also ich reduziere hier eine Bedrohung und kriege jetzt hier für die Faustressource, die diese Karte hier hatte lege ich hier mal einen Würfel drauf. So, auf die Faustressource bei Blackout. Dann wechsle ich mal rüber auf die Tchalla-Seite. Ich nutze die goldene Stadt und ziehe zwei Karten. Wir haben einen Maligan und Lockjaw gezogen und Lockjaw können wir ganz genau ausspielen, weil ich hier vier Ressourcen auf der Hand habe mit der Lagebeurteilung und dem Vibranium und dem Maligan und Lockjaw kommt rein. Der, den könnte ich auch vom Ablagestapel spielen. Ist immer so. Ähm ja, ist immer eine Möglichkeit, falls man äh, ein sogenannter Resourcing, falls man mal äh, zu viele Ressourcen hat und nicht weiß, was man damit anstellen soll. Lockjaw hat Angriff von, äh, einen Angriff von zwei und einen Widerstand von zwei, nimmt aber zwei Konsequenzschaden. Und deshalb werde ich jetzt mal direkt was machen. Ich werde, ähm, werde einfach mal Widerstand leisten und den Plan lehren. Somit sind wir eigentlich auf der sicheren Seite. Und jetzt habe ich alles getan, was ich tun wollte. Wir sind eigentlich ziemlich safe. Der Plan kann nicht vollgehen. Wir ziehen nochmal ordentlich Karten nach drei plus nochmal drei und dann können wir jetzt gleich mal in die Offensive gehen. Zumindest Ultron mal ins nächste Level schicken. Wir haben zweimal Wakanda über alles sehr gut. Wir haben Selbstbewusstsein, Nick Fury, Heilfaktor und Snowguard. Super, dann geht es weiter. Wir legen, ähm, wir starten in die Schurkenphase. Der Schurke kriegt eine Bedrohung auf dem Hauptplan und jetzt wird ähm, müssen wir entscheiden. Nehmen wir eine Drohne? Tun wir. Er kriegt eine Drohne. Dann will er den Plan vorantreiben. Passiert nicht. Er ist ja verwirrt. Dann ähm, ja. Effekte triggern auch nicht, beim Plan hätte er eh keine Drohne dazu gekriegt, nur beim Angreifen. Um, die Drohnen selber werden aber jetzt auch noch den Plan vorantreiben, der geht somit auf drei. Dann kriegen wir eine weitere Begegnungskarte, wir decken die erste auf. Es sind die Gebrüder Grimm, vor denen hatte ich Angst. Ähm, das ist ja das modulare Set, was ich hier reingemischt habe und ich hatte mich gerade schon gewundert, wo bleiben sie denn? Jetzt sind sie tatsächlich da. Ja, acht Lebenspunkte. Sobald die Brother Grimms gegen dich aktiviert werden, lege Karten vom Begegnungsdeck ab, bis eine, ein Anhang abgelegt wird und decke diese Karte auf. Das ist sehr nervig, zumal die acht Lebenspunkte haben. Und äh, ja, das kann dazu führen, dass ähm, Ultron sehr schnell durch dein, sein Deck cykelt. Ich muss jetzt gleich alles unternehmen, um die zu beseitigen. Und das Schlimme ist, wir haben noch eine weitere Begegnungskarte. Ultron treibt den Plan voran. Ultrons Zorn. Diesem alter Ego. Um, lege für jede auf diese Weise platzierte Bedrohung die oberste Karte deines Decks ab. Okay, er treibt den Plan voran für 1 plus nichts plus F-Boost-Effekt. Nachdem diese Aktivierung abgehandelt worden ist, platziere einen Verfolgungsmarker. Kann ich jetzt schon mal tun. Ähm, auf von der Vergangenheit verfolgt. Also er treibt den Plan voran für 1. Und jetzt muss ich die oberste Karte meines Decks ablegen. Ich glaube, das habe ich vorhin einmal vergessen. Kann das sein? Die Karte hat wir vorhin schon mal. Ich meine, das Abwerfen der Karte hätte ich vergessen. Tut mir sehr, sehr leid, falls dem so ist. Gut, die Brothers Grimm kriegen ja noch 8 Lebenspunkte. Und somit ist erstmal alles abgehandelt. Von der Vergangenheit verfolgt wird hier gleich auch noch spannend, weil ähm, es dauert nicht mehr lange. Dann kommt unser Erzweinschurke. Ja, deshalb, Plan ist jetzt: Schaden, Schaden, Schaden. Acht Schaden müssen wir machen. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Wir haben auch zweimal Wakanda über alles auf der Hand. Und wir haben Selbstbewusstsein. Gut, was tun wir? Wir ziehen erstmal ordentlich Karten. Avengers Mansion, eine Karte gezogen, nochmal Wakanda über alles. Die goldene Stadt. Queen Carrier und Plan B. Gut. Karten, Karten, Karten gezogen. Ich werde jetzt als erstes Mal Logjar nutzen, um zwei Scharen auf die Gebrüder Grimm zu machen. Spiele ich gerade auch nur, um Lockjar mal auf dem, im Ablagestapel zu haben. Notfalls kann ich den zurückholen. Denn den kann ich ja aus dem Ablagestapel auch rausholen. Und äh, ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz hier. Ich wandere mal mit der Avengers Menschen und der Goldenen Stadt so ein bisschen nach rechts damit es hier ein bisschen leerer wird. Und die Minispielchen tue ich mal hier auch rechts nach unten. Und jetzt haben wir eine mächtige Hand hier. Ähm ja, was tun wir? Ich heile mich mal. Gehe ich auf 9. Und jetzt habe ich nämlich gleich die Möglichkeit, auf volle Lebenspunkte zu kommen, weil ich ja auch mit einem dieser Upgrades zwei Schaden verschieben kann. Werde ich gleich auch tun. Und mh, dann wird nämlich hier meine, meine Selbstbewusstsein, meine Deadpool-Ressource, wird dann ähm, zu einer Dreifach-Ressource. Dann könnte ich zum Beispiel Queen Carrier spielen. Wechseln wir aber erstmal zu Black Panther. Und jetzt, ähm, denke ich, spiele ich mal Wakanda über alles. Damit fangen wir mal an. War kann aber alles. Ich darf jetzt alle Spezialfähigkeiten meiner Upgrades triggern. Und ich habe gerade gesagt, als letztes möchte ich auf jeden Fall zwei Schaden heilen, wobei ich kann kann über alles danach ja nochmal spielen. Müsste ich das jetzt nicht mal als letztes triggern, dann könnte ich das sogar zweimal triggern. Ich muss mal eben durchrechnen, was jetzt hier optimal wäre. Okay, ich habe jetzt äh, einen ziemlich crazy Move mir überlegt. Hm, Trigger erst mal erstmal. Also, was kann da über alles? Was soll denn als erstes und als letztes getriggert werden? Ich glaube, wir, ich habe ja gerade gesagt, mein primäres Ziel ist es erstmal, die Gebrüder Grimm hier auseinanderzunehmen. Ähm und ich werde es, glaube ich, so machen. Ja, es ist im Grunde egal. Ich, ich mache es aber so, dass ich jetzt die Gebrüder Grimm äh, direkt besiege. Und zwar in der Reihenfolge werde ich jetzt die Effekte ähm, triggern. Als erstes verschiebe einen Schaden von einem Helden auf einen Gegner. Ich gehe auf 10 Lebenspunkte und die Gebrüder Grimm ja. gehen auf 5. Dann ähm, ja, fügen wir einmal einen Schaden zu. Die Drohnen gehen weg. Die Gebrüder Grimm gehen auf 4 und auch Ultron kriegt einen Schaden. Mhm. Und dann wird jetzt als letztes die Pantherkrallen getriggert. Die sind ja, ah ne, zuvor darf ich noch eine Bedrohung hier entfernen. Wunderbar, geht er hier auf drei. Und die Pantherkrallen, da, damit kann ich jetzt vier Schaden zufügen. Die Gebrüder Grimm sind weg und damit ist die größte Gefahr erstmal beseitigt. Und ich muss nicht zittern, weil ich hatte schon mal eine Partie, da waren die Gebrüder Grimm hier sehr, sehr nervig und ähm, haben dazu geführt, dass das Spiel sehr, sehr lange ging. So, dann hatte ich gerade überlegt, ich spiele nochmal Wakanda über alles, indem ich mit Wakanda über alles bezahle. Und handle hier nochmal alles ab. Ich glaube, ich kann das sogar in derselben Reihenfolge einfach machen. Ja, ich mache es jetzt in derselben Reihenfolge. Ich verschenke dann zwar ein bisschen Schaden, ist aber nicht schlimm. Also ich verschiebe einen Schaden. Ich gehe jetzt auf volle Lebenspunkte. Und Ultron geht auf 3. Dann kriegen alle Gegner einen Schaden. Und dann äh, darf ich nochmal. Achso, jetzt könnte ich es tatsächlich so, wäre jetzt optimal, da mache ich jetzt zwei Schaden mit der Pantherkralle, dann ist Ultron schon mal besiegt, beziehungsweise Ultron 1 ist besiegt. Und als letztes darf ich jetzt zwei Bedrohungen entfernen, nehme ich vom Hauptplan runter. So, Ultron geht jetzt in die nächste Stufe. Hallo Ultron 2, er hat jetzt 22 Lebenspunkte. Und bei Ultron muss man mal aufpassen, da ändert sich nämlich sein Text. Den lese ich einmal vor, damit wir das alle verinnerlichen. Beziehungsweise auf dem Schirm haben. Ähm, sobald Ultron dich angreift, bringe die oberste Karte deines Decks verdeckt als Dhronscherge mit dir im Kampf ins Spiel. Ultron bekommt bis zum bis zur Ende dieses Angriffes plus eins Angriff für jeden Drohnschergen, der mit dir im Kampf ist. Also die kommen sofort rein, wenn er angreift, also bevor er uns Schaden zufügt, plus er kriegt noch den Angriffsboost. Damit ich das nicht vergesse, lege ich das schon mal so einen Plus 1 hin, der potenziell aber auch noch mehr sein wird. Wahrscheinlich eher Plus 2, aber ich werde das gleich entsprechend anpassen. So, dann sind wir jetzt bei vollen Lebenspunkten. Jetzt können wir Selbstbewusstsein nutzen. Wir haben jetzt ähm, damit drei Ressourcen, weil wir volle Lebenspunkte haben. Und dann machen wir den alten Trick. Ich spiele Nick Fury. Mit der Trip Ressource und Snowguard. Nick Fury kommt rein und wir ziehen mal drei Karten. Und dann kann ich noch den Quinn Carrier spielen. Mit den drei Ressourcen. Und mit dem Quinn Carrier bezahle ich einfach mal Plan B. Dann haben wir auf jeden Fall einen Plan B übrig. So, Nick Fury kann jetzt auch noch was anstellen. Der greift einfach mal an. Dann geht Ultron auf 20 und jetzt haben wir eigentlich beste Voraussetzungen, um Ultron gleich zu besiegen. Vielleicht ziehen wir gleich auch mal die Karte, mit dem wir 10 Damage machen oder liegt die in unserem Ablagestapel? Ich gucke mal nach. Nö, die könnten wir durchaus ziehen. Vielleicht mit Mulligan auch. Ähm, vielleicht gelingt uns jetzt gleich mal so ein Zug, wo wir mal diesen Mulligan richtig einsetzen. Das ist uns bisher ja noch nicht gelungen. Dann machen wir uns mal spielbereit und ziehen Karten. Und zwar äh, fünf Stück. Und tatsächlich haben wir jetzt einen Balligen. Die Frage ist, ob ich den wirklich brauche oder lieber die Wakandas nutze. Das ist, äh, werden wir gleich mal entscheiden. Aber erstmal haben wir fünf Karten. Und Ultron wird jetzt hier eine Bedrohung kriegen. Wir müssen uns entscheiden: Drohne oder Bedrohung. Er kriegt die Drohne. Dann wird Ultron. Angreifen. Er kriegt sofort eine Drohne. Wir können auch gar nicht mehr entscheiden, ob Bedrohung oder Drohne, sondern er kriegt sofort eine Drohne. Hat somit plus zwei. Er greift für zwei an, ähm, für vier an, plus X. Nick Fury blockt. Wow, er greift an für sieben. Super, Nick Fury, hast du uns richtig gerettet. Dann kommen die Drohnen angeflogen. Die laufen in meine Vergeltung. Ich nehme zwei Schaden. Die Drohnen verabschieden sich. So, dann äh, ja, verliert Ultron das hier wieder, aber lasse ich mal liegen als Erinnerung, weil es jetzt jede Runde so passieren wird und wir kriegen noch eine Begegnungskarte. Es ist dunkles Vorhaben. Platziere einen Verfolgungsmarker. Auch von der Vergangenheit verfolgt. Falls da mindestens ein Marker drauf liegt, treibt der Schurke den Plan voran. Das wird jetzt nicht passieren, weil von der Vergangenheit verfolgt ist jetzt voll. Und dann entfernen wir alle Marker. Und äh, bringen unseren Erzfeind Schergen ins Spiel. Und ähm, das steht hier auf der Rückseite drauf. Also im Grunde ist das hier Schatten der Vergangenheit. Alles, was bei Schatten der Vergangenheit passiert, passiert jetzt auch. Ähm, das mache ich jetzt mal eben. Und dann wird die Karte wieder umgedreht, ist jetzt leer. Und dann triggert hier dieses Planvorantreiben nicht. Dafür wird uns aber jetzt der gute Killmonger beehren. Wir kriegen ja noch einen Nebenplan und drei Karten, die wir in das gegnerische Deck mischen müssen. Ja, Killmonger hat 2-2 zwei, zwei plus ähm, er kann nicht von Black Panther Upgrades angegriffen werden. Und dann haben wir hier noch den Thron an sich reißen. Mit dem Kartensymbol. Das ist aber jetzt gerade nicht mehr relevant, weil erstmal sind wir wieder dran. Gut. Ähm, oh, und ich habe gerade vergessen. Nick Fury ist gerade gar nicht gestorben. Hm. Er war ja betäubt. Ultron war betäubt. Er hat die Betäubung verloren. Nick Fury wäre eigentlich noch da, verschwindet aber jetzt. Und es wäre eine Drohne weniger reingekommen. Das heißt, ich habe gerade auch nur einen Schaden genommen und somit wäre eigentlich eine Karte, ich lege sie jetzt einfach mal drunter oder wie machen wir das jetzt? Äh, ja, nee, ich nehme es jetzt einfach mal zu meinem Nachteil. Eigentlich hätte ich gerade eine Karte weniger, ähm, hätte ich jetzt, ähm, wäre jetzt noch zusätzlich auf meinem Deck oben drauf gewesen, da ich es jetzt falsch gespielt habe, nehme ich das jetzt einfach mal zu meinem Nachteil. Ist nicht schlimm. Gut. Wir sind jetzt wieder dran. Und jetzt ist die große Überlegung. Entweder ich mache jetzt Wakandas oder ich mache jetzt mal hier diesen äh, Move mit den Malligen. Was würde das jetzt bringen? Wenn ich jetzt den Malligen mache, kann ich gleich noch mal Karten nachziehen. Und ich könnte jetzt diese Ressourcen, die ich hier auf der Hand habe, noch nutzen, um ähm, ja, hier Blödsinn zu machen. Zumindest Tic-Tac-Toe und Blackout könnte ich strategisch nutzen. Ähm, könnte den Plan etwas reduzieren. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt sinnvoll ist, weil ich werde Killmonger ja auch nicht los mit den Wakandas über alles. Ja, machen wir das. Ein. Komm, wir probieren es aus. Ich äh, behalte einen Wakanda über alles. Nee, ich ähm, mach's an. Also, ich werde gleich den maligen spielen und vorher werde ich Ressourcen versenken. Wie kann ich Ressourcen versenken? Mit Tic Tac toe zum Beispiel kann ich jetzt einen Schaden heilen und ich kann eine Bedrohung entfernen mit Blackout. Um, dann tun wir das mal. Also ich heile oder nee, ich ähm, gebe eine Ressource aus, gebe eine Faustressource aus, um eine Bedrohung zu entfernen. Dann ähm, gebe ich noch eine Blitzressource aus, um noch eine Bedrohung zu entfernen. Dann ist der Plan hier schon mal auf 1, vielleicht kann ich ihn dadurch gleich auch komplett beseitigen. So, dann bezahle ich den Mulligan. Und der Mulligan sagt: Du kannst diese Karte nicht spielen, falls du in dieser Phase bereits eine Karte gespielt hast. Ich habe aber keine Karte gespielt. Ich habe ja gerade nur Ressourcen versenkt hier in diese Upgrades. Und ähm, werde das jetzt einfach machen. Also, ich kann die Karte jetzt spielen. Und jetzt Aktion: Lege deine Hand ab, ziehe eine neue Hand. Bis zu deinem Handkarten-Nimit. Das heißt, ich ziehe jetzt fünf Karten. Und äh, ja, hab neue Optionen. Habe wieder einen Mulligan, noch einen Mulligan. Ähm, ein Harlequin haken sehr gut. Damit kann ich gleich Killmonger sofort erledigen, wenn ich wollte. Und ähm, ja, noch einen Mulligan kann ich jetzt nicht spielen, weil ich jetzt eine Karte schon gespielt habe. Von daher ging dieser Trick jetzt nur einmal. Aber wir können ja noch eine Mansion nutzen, um noch eine Karte zu ziehen. Und jetzt haben wir die Bombe reiten. Äh, eigentlich super. Könnte ich Ultron jetzt ordentlich Schaden machen. Allerdings ja, muss man eben die Ressourcen durchrechnen. Wie weit käme ich denn jetzt? Äh, ich brauche sechs Ressourcen. Queen Carrier ist eine. Das wären drei, vier, fünf, sechs. Dann hätte ich nur noch eine übrig. Uh, ich muss mal eben hier durchrechnen. Also das wären sechs Ressourcen. Mit Plan B könnte ich auch noch mal zwei Schaden machen. Uh, mit Black Panther kann ich zwei Schaden auf Killmonger machen. Aber ich will auch noch das hier beseitigen. Ay. Aber trotzdem, ich glaube, ich mache es einfach mal. Ich finde es lustig. Also, ich spiele die Bombe reiten. Die Karte sagt: Füge dem Schurken 10 Schaden zu. Füge dem Gegner und jedem Helden für jedes dieser Symbole hier im Spiel einen Schaden zu. Wir haben eins dieser Symbole hier. Das heißt, ich füge Ultron jetzt gerade elf Schaden zu und allen anderen Charakteren hier. Ähm, oder Gegnern und Helden. Schergen, äh, sch, äh, äh, Verbündete werden jetzt hier nicht betroffen. Kriegen auch nochmal einen Schaden. Also, machen wir jetzt mal. Queen Carrier ist eine Ressource. Vibranium ist eine Doppelressource. Ich habe hier noch drei Ressourcen. Die Bombe wird geritten. Zehn Schaden auf Ultron. Er geht auf 10. Äh, ein Schaden auf Killmonger. Ein Schaden auf mich. So, dann nutze ich. Ähm, dann nutze ich nochmal Blackout und gebe diese Blitzressource aus, um ein, eine Bedrohung hier zu entfernen und somit ist dieser Plan weg, weil der stört mich gerade am meisten. und dann habe ich noch eine Basisaktion mit Black Panther übrig. Ich greife einfach mal für zwei Kehlmonga an. Und das war's. Ich habe keine Handkarten mehr, aber ich bin kurz davor, Ultron zu besiegen. Sei denn er macht jetzt noch einen unfairen Move, glaube ich aber nicht. Wir ziehen drei Karten und unser Deck ist jetzt leider leer. Das heißt, wir kriegen noch eine Strafkarte. Das heißt, zwei Begegnungskarten werden aufgedeckt, aber mit diesem Nebenplan wären sogar drei gewesen. Von daher gut, dass wir den beseitigt haben. So. Mischen wir nochmal unser Deck. Wir dürfen nochmal zwei Karten dazu ziehen, aber so haben wir auf jeden Fall mal den ähm, Mulligan-Move gezeigt. Das ist mir in manchen Partien auch schon öfters gelungen. Ähm, in der nächsten Runde können wir es nicht machen. Die nächste Runde wird. Seltsam, weil äh, ja Professor X könnten wir gleich spielen, könnten auch das mal ausspielen, dann könnten wir uns nochmal spielbereit machen. Aber so gut ist die Hand hier gerade nicht. Ähm, wir nutzen gleich mal lieber die Avengers-Menschen, um was Ordentliches zu ziehen. Ich glaube, wir brauchen noch zwei Züge, um zu gewinnen. Ich kann übrigens den Quinn Carrier fällt mir gerade auch ein, kann ich auch nutzen, um hier in diese Ressourcen zu investieren, äh, beziehungsweise in diese Ressourcen. Things, diese Minispielchen, zu investieren. Gut. Gegner ist dran. Er kriegt eine Bedrohung. Er kriegt eine Drohne. Ultron greift an. Und jetzt habe ich auch gar keinen Meat Shield hier. Ich muss tatsächlich blocken. Oh je, Mini. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich werde ja wirklich jetzt richtig angegriffen. Und er greift, er kriegt zwei Drohnen. Oh, jetzt wird es doch noch mal un Uh, jetzt wird es doch noch mal spannend. Also er greift mich jetzt für vier in der Basis an plus nichts. Uh, Booster Effekt wähle. Gib entweder eine Geistressource aus oder bringe die oberste Karte deines Verdecks ähm, als Drohne ins Spiel. Ich gebe tatsächlich jetzt eine Geistressource aus, weil sonst macht er mir zu viel Schaden. Ich nutze den Queen Carrier um die Geistressource zu produzieren oder ich nutze mh, die Lagebeurteilung. oder die Selbstkontrolle ich werde jetzt eh viel Schaden kriegen so dass ich wahrscheinlich gleich du ähm, sagst die Selbstkontrolle gleich nur eine, eine Ressource ist deshalb nutze ich nicht den Kingcrayer sondern gebe ich hier diese Geistressource aus so Ulton greift mich jetzt an nur für vier ich habe zwei geblockt ich kriege sie äh, ich kriege zwei Schaden und er kriegt einen zurück die Drohnen greifen an machen mir noch mal zwei Schaden verabschieden sich dadurch aber Killmonger greift an macht mir zwei Schaden ich gehe auf drei und er kriegt einen Schaden. Jetzt wird spannend. Greift Ultron nochmal an. Was ist das mit unserem so Spiel? Wir ziehen noch eine Begegnungskarte und decken auf. Androiden Effizienz. Sobald aufgedeckt, jeder Spieler bringt die oberste Karte seines Decks als Drohne ins Spiel. Noch sind wir da. Und Herzförmiges Kraut. Nachrüsten. Sobald aufgedeckt, gib den Schurken und jedem Schergen, der mit dir im Kampf ist, eine zähstatuskarte Oh man! Das wird hier nochmal richtig spannend. Und? Sobald aufgedeckt, jeder Spieler legt die obersten drei Karten seines Decks ab. Puh. Eins, zwei, drei. Kartensymbol ist auf dem Symbol und... Jawohl, äh, es ist immer noch spannend. Ähm, das ist die Drohne. Und ja, wir sind erschöpft. Vielleicht muss ich gleich ins Alter Ego. Aber wir können mit Professor X zum Glück verwirren und diese invasive KI, so heißt hier dieser Nebenplan, beseitigen. Äh, was machen wir? Ich nutze erstmal die Menschen. Wir ziehen den Harlequin-Haken. Ultron ist aber gerade noch zäh. Das heißt, wir können jetzt noch nicht drauf setzen, ihn direkt zu besiegen. Und ähm, ja, der Selbst-, ja, Selbsterhaltungstrieb, den ich hier habe, der ist auch gerade keine Triple Ressource. Gut. Ähm, hilft alles nichts. Ich muss ins alter Ego wahrscheinlich wie ich ja gerade vorher gesagt habe. Ich könnte auch Blackout voll machen, um ihn zu verwirren. Aber Professor X ist auf jeden Fall die bessere Wahl gerade. Den sollte ich spielen. Ich nutze einen Queen Carrier. Den kann ich am Alter Ego. Ähm, doch kann ich im Alter Ego nutzen. Ausspielen kann ich sie nur, wenn ich Avenger bin. Ähm, habe ich sie gerade gespielt, weiß ich gar nicht. Mache immer automatisch. Wahrscheinlich war ich auf der Heldenseite, als ich sie gespielt habe. Um, ja, Professor X will ich noch spielen. Also eine Ressource ist bezahlt, hm. drei Ressourcen sind bezahlt. Professor X kommt rein, verwirrt Ultron und Professor X macht bei die invasive KI weg. So, dann hat er noch zwei Lebenspunkte. Dann werde ich mal auf die T'Challa Seite gehen. Ich nutze die goldene Stadt, um zwei Karten zu ziehen. Wir haben einen Maligen und wir haben Schere, Stein, Papier. Dann nutze ich mal das hier, um diese beiden Karten, um ähm, ultra langes Durchhalten zu spielen. Heldaktion: gib eine Faustressource aus und erschöpfe diese Karte. Mache deinen Helden spielbereit. Nachgeben: ich kenne dieses Wort nicht. Deadpool. So, und dann habe ich noch die Lagebeurteilung. Die kann ich spielen, um meine Handkarten damit nochmal zu erhöhen. Wir können sieben Karten gleich ziehen. Das sind ja hier schon fast Ironman-Verhältnisse. Gut, machen wir uns wieder spielbereit. Und ziehen sieben Karten. Und ich sehe sechs Karten. Sieben Karten noch maligen, aber wir haben dreimal Wakanda über alles. Also sollten wir die Runde überleben, haben wir auf jeden Fall gleich gewonnen. Gut, aber erstmal ist Ultron dran. Er kriegt eine Bedrohung auf dem Hauptplan. Er kriegt jetzt eine Drohne. Ich lege die mal hier drauf. Das sind jetzt hier zwei Drohnen. Und er wird aktiviert. Aktuell ist er aber noch verwirrt, deshalb passiert nichts. Dann werden alle Schergen und äh, Schergen aktiviert, ähm, Killmonger Plan für zwei, die Drohnen plant für zwei, wir sind jetzt wieder in Danger, weil der Hauptplan gleich voll wird, aber wir haben allerdings noch einen dritten Hauptplan, dann äh, müssen wir auf jeden Fall in der nächsten Runde gewinnen, glaube ich. Also vier Bedrohungen haben sie äh, hinzugefügt und jetzt kriegen wir eine Begegnungskarte und sie macht folgendes. Hänge diese Karte an einen Mystiker-Schergen, den wir natürlich nicht haben. Ansonsten hänge diese Karte an den Schurken. Und das ist genauso eine Karte, die hatte ich mal in einem letzten Spiel mit den Brothers Grimm und Ultron. Die kamen sehr häufig, denn die bringen jetzt immer ähm, Effekte. Erzwungene Reaktion, nachdem der Gegner mit diesem Anlagen gegen dich aktiviert worden ist, lege diese Karte ab, lege eine zufällige Karte von deiner Hand ab und teile dir selbst eine verdeckte Begegnungskarte zu. Und je, diese und ähnliche Karten hatte ich in meinem letzten Spiel ganz ganz häufig, das war sehr nervig, heute war das Spiel aber etwas gnädiger zu mir. Gut, aber dafür ist jetzt tatsächlich alles erledigt und wir müssen uns jetzt hier nur noch durchboxen und neuen Damage machen. Ist schaffbar. Ist auf jeden Fall schaffbar. Mach mal. Komm. Professor X ist übrigens weg. Wir nutzen die Menschen, um zwei Karten zu ziehen. Upsala. Und wir nutzen die goldene Stadt, um zwei Karten zu ziehen. Beziehungsweise mit der Menschen eine, mit der goldenen Stadt zwei. Habe ich jetzt andersrum gemacht. Trotzdem sind es drei Karten, die ich jetzt auf der Hand zusätzlich habe. Ich habe jetzt insgesamt zehn Karten auf der Hand. Also das ist so krass bei diesem Deck, dass man hinterher so viele Karten auf der Hand hat. Ja, ich äh, brauche mich eigentlich gar nicht zu heilen. Wir machen kurz einen Prozess. Ich gehe auf die Black Panther-Seite. Ähm, ach, Killmonger kann gar keinen Schaden nehmen durch meine Upgrades, ne? Dann muss ich ihm tatsächlich... Ja, muss eigentlich gar nichts, aber... Äh, ich überlege jetzt nochmal kurz. Ist im Grunde egal. Ich spiele jetzt einfach mal Wakanda über alles. Für 1 und mache folgendes: Verschiebe einen Schaden von einem Helden auf einen Gegner. Ich heile mich um 1 und verschiebe den Schaden. Oder nee, ich mache andersrum. Ich, ähm Füge erstmal allen einen Schaden zu mit äh, den Energiedolchen. Außer Killmonger, der überlebt. Ultron kriegt einen Schaden, Taff ist weg und hier die beiden Drohnen sind beseitigt. So, dann ähm, verschiebe ich einen Schaden von meinem Helden auf einen Gegner. Also, ich habe mich gerade schon geheilt, also auf 4 bin ich gegangen und Ultron kriegt einen Schaden, geht auf 8. Äh, dann äh, entferne ich eine Bedrohung von einem Plan, geht der auf 3 und dann kriegt Ultra nochmal 4 Schaden. Und dann, ja, kann ich jetzt einfach mal für den Fluff äh, Kilmongang äh, das Zäh wegschießen. Und dann habe ich bestimmt noch eine Faustressource übrig. Mhm. Da werde ich einfach Shuri oder ich nehme den Quinn-Carrier. Nehmen wir mal Shuri. Als Faustressource, um ähm, meinen Helden spielbereit zu machen. Dann wird Black Panther einmal Klimonger noch erledigen. Der Erzfeindschurke muss natürlich beseitigt sein. Äh, dann haben wir hier ordentlich aufgeräumt. Müssen noch vier Schaden erledigen. Jetzt kann ich mir im Grunde aussuchen, wer die Ehre bekommt, den letzten Schlag auszuführen. Machen wir es mal ganz unthematisch. Wir spielen Spider-Man Miles Morales mit der Doppelressource und äh, noch der Doppelressource, also zweimal Vibranium, beziehungsweise einmal Vibranium reicht. Nehmen wir noch. Man kann aber alles. Ähm, also für drei Ressourcen, Spider-Man kommt rein. Und ich sage diesmal, er soll plus zwei Angriff bekommen. Kriegt diesen Token und mit vier Schaden greift er Ultron an und hat ihn jetzt in die Knie gezwungen. Und wir haben gewonnen. KO! Ja, hat doch etwas länger gedauert, diese Partie, als ich dachte. Äh, ja, mit Ultron, das ist immer, äh, können immer durchaus sehr spannende Spiele sein. Ähm, und ähm, ja hat aber trotzdem gut geklappt und das Deck wie gesagt gefällt mir sehr gut ist äh, eins dieser also hat mich äh, tatsächlich überzeugt dass der Pool Aspekt doch nicht so schlimm ist wie ich am Anfang dachte ich fand ihn am Anfang etwas nervig, diesen Pool-Aspekt, aber durch, ja, durch dieses Deck bin ich da jetzt ähm, doch mehr offen für. Und ich habe das Deck auch schon mal im Multiplayer gespielt, habe es dann nochmal ein bisschen angepasst mit ein paar anderen Karten, die dann aus dem Pool-Aspekt mehr für Multiplayer orientiert sind. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Also da gibt es auch diese Karte, mit der man quasi auch zwischen den Spielern Karten tauschen kann. Das äh, war sehr, sehr nice. Ich kann die Karte mal einblenden. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber ich blende sie mal eben ein. Und ähm, ist auf jeden Fall äh, sehr schön. Ich werde den Pool-Aspekt auch mal noch, noch mal mit anderen Helden ausprobieren. Bishop wurde mir mal empfohlen, mit dem Pool-Aspekt zu spielen oder auch andere. Und ja, schreibt mir mal gerne in die, in die Kommentare, ob ihr den Pool-Aspekt spielt ähm, und welche Decks ihr bisher damit gebaut habt oder ob ihr den Pool-Aspekt ganz ähm, verworfen habt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.